Hallo, ihr lieben Duftnasen da draußen. Es ist schon wieder Tauschalarm. Und zwar habe ich diesmal mit der lieben Jenny getauscht vom Kanal Miss Curly Jen. Ich denke, ihr kennt sie alle. Für alle, die sie nicht kennen, schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Sie hat einen wirklich tollen Kanal. Es dreht sich zwar überwiegend alles um Beauty, aber es kommt auch immer wieder mal was Dufteliges zu Kerzen. Und ja, ich schaue ihre Videos sehr gerne. Und sie macht zum Beispiel auch Videos, wo sie sich vor laufender Kamera schminkt und dabei einfach erzählt, was ihr so gerade in den Sinn kommt. Und das finde ich ganz, ganz große Klasse. Ich verlinke euch den Kanal sehr, 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 sehr gerne und schaut mal bei ihr vorbei. Ja, und jetzt das Päckchen. Hier ist es. Ich habe es auch schon geöffnet und die Schnitzel rausgenommen, die da drinnen waren als Verpackungsmaterial. Also Styropor-Schnitzel kennt ihr. Die habe ich jetzt schon rausgenommen. Und dann habe ich hier erstmal ein Anschreiben, so eine schöne Karte. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da sind so Äste drauf in so Gold und die glitzern. Da wird bestimmt was für mich dabei sein, Jenny. Dankeschön. Also sie schreibt, dass sie hier eine kunterbunte Mischung gepackt hat. Geliebte und auch ungeliebte Schätze. Ja, dann wollen wir doch mal schauen. So. Ich greife als erstes zu einem Yankee Candle Sampler, den ich kenne. Das ist der Kilimanjaro Stars. Der ist auch jetzt aus dem Sortiment raus, soweit ich weiß. Das ist ein schöner maskuliner Duft. Ja, und ich liebe maskuline Düfte, das wisst ihr. Und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt noch einen Kilimanjaro Stars habe, bevor er komplett vom Markt verschwunden ist. Vielen Dank. Und dann greife ich direkt noch einen Sampler, ebenfalls Yankee Candle. Olive and Thyme. Den hatte ich wirklich noch nie warm. Ich habe am Glas dran geschnuppert mal. Ich finde auch, dass man den Thymian und auch die Olive beide gut rausriecht. Finde es auch kalt geschnuppert gar nicht übel. Ich habe mich aber noch nie warm dran getraut. Deswegen ist das schön, dass ich jetzt mal einen Sampler habe. Den werde ich in meinen Centerpiece knallen. Und dann kann ich ihn auch endlich mal warm testen. Vielen lieben Dank. Passt von daher sehr gut. Dann habe ich hier Traumdüfte. Hello Beautiful. Das ist so ein Scentshot. Relativ groß. Blaues Wachs mit ein bisschen Glitzer. Und das ist ein sehr frischer Duft. Bisschen aquatisch, aber für mich nicht klosteinmäßig. Sondern angenehm frisch in meiner Nase. Der gefällt mir. Ich glaube, der ist jetzt im Frühling fällig. Noch einmal Traumdüfte. Pumpkin Caramel Latte. Das ist jetzt die Sache. Pumpkin ist bei mir immer so, wenn er unterschwellig mitkommt, dann ist alles in Ordnung. Wenn der Kürbis die Überhand nimmt, finde ich die sehr schnell muffelig, als wenn man so was Altes, was lange im Keller gelegen hat. Ich kann das gar nicht erklären. Mal schauen, wie er ist. Okay, ich rieche jetzt erstmal nur Karamell und diese Kaffeenote. Den Pumpkin rieche ich jetzt gerade gar nicht. Das ist eigentlich okay. Das ist ein sehr karamelllastiger Kaffeeduft. Von daher bestimmt auch wieder ein schöner Duft zum Mischen. Ich mische meine Kaffeedüfte ja meistens mit einem Gebäckduft. Pumpkin Caramel Latte, da freue ich mich drauf. Dann habe ich nochmal Traumdüfte, der Blueberry Cobbler. Diesmal hier so ein kleines Melt. Ja, also da ist schon diese Blaubeernote. Und die ist leider nicht meins, ich bin überhaupt gar kein Blaubeer-Fan. Also ich esse gerade mal noch ab und an, vielleicht zweimal im Jahr, einen Fruchtjoghurt mit Blaubeere. Ansonsten habe ich mit diesem Obst nichts zu tun. Aber man riecht die Blaubeere und auch eine Gebäcknote. Wer Blaubeerdüfte mag, wird ihn sicher schön finden. Ich bin da leider kein Fan von, den werde ich weitergeben. Tut mir leid. Dann habe ich hier, ach wie süß. Riecht das? Nö, ich glaube, das riecht gar nicht. Aber so ein Teelicht, ist das nicht niedlich?
Ach so, als Glücksbringerchen. Und es ist schön, denn ich habe ja bald Geburtstag und wenn meine Familie dann hier zum Kuchenessen kommt, werde ich den auf die Kaffeetafel stellen und anzünden. Ich glaube, da kommt er ganz gut. Ja. Dankeschön. Dann habe ich von Yankee, ne, einen halben Tag von Baby Powder. Baby Powder kenne ich, den hatte ich auch mal als Glas. Das ist wirklich ein schöner Babypuderduft. Ich habe mich nach einer Zeit irgendwann dran satt gerochen. Ich würde ihn mir deswegen auch nicht mehr im Glas kaufen. Aber nochmal in der Duftlampe, warum denn nicht? Ich denke, da werde ich den auf jeden Fall aufbrauchen. Jetzt ist mir ein kleines Stück runtergefallen. Deswegen war ich mal kurz aus dem Kamerafeld verschwunden. Dann Yankee Candle, Gingerbread Maple, so ein kleiner selbstgegossener Tart. Ich denke, aus einem Housewarmer Rest. Den hatte ich auch mal als mittleren Housewarmer. Und ich fand, das war ein angenehmer Lebkuchenduft. Ein sehr angenehmer Lebkuchenduft, der verschwindet in meiner Weihnachtskiste für die nächste Weihnachtssaison. So. Dann habe ich hier was ohne Aufdruck. Es ist selbst gegossen. Rot und es steht nicht drauf, welche Firma welcher Duft. Also, schauen wir mal. Ich glaube aber zu wissen, was es ist. Das riecht für mich nämlich, und das würde auch mit der Wachsfarbe passen, wie von Yankee Candle der Summerstorm. Ich glaube, Summerstorm heißt er. Das ist ein schöner, frischer, maskuliner Duft. Sehr holzig und so wie ein schönes Aftershave, Herren-Aftershave. Ja, ich würde fast tippen, dass das Yankee Candle Summerstorm ist. Zumindest ist er sehr daran angelehnt. Der erinnert mich nämlich total daran. Und Summerstorm mag ich. Da hatte ich mal einen Melt-Cup von und da habe ich auch schon mehrere Tarts von verbrutzelt. Der gefällt mir. Serendipity von Doris Duftstübchen. Den hatte ich auch schon einmal von der lieben Laura. Das ist ein schöner Duft. Ne? So eine schöne Mischung aus Kokos und Kirsche. Ja. Ganz cremig, sanft, fruchtig und den mag ich sehr gerne. Dann kommt noch einmal was für meine Weihnachtskiste von Heart and Home. Ein halbes Tart von Home for Christmas. Und den kenne ich sogar noch nicht einmal. Ja. Der ist jetzt nicht so stark wie die anderen weihnachtlichen Tarts von Heart and Home, die ich kenne. Aber ich mag Heart and Home. Ich finde, das ist eine richtig tolle Marke. Und den werde ich direkt testen, sobald es wieder Advent wird. Dauert halt nur noch eine Weile. Und hier ist noch ein Sampler von Yankee Candle. In Shea Butter. Shea Butter ist ähnlich wie Baby Powder. Für mich ein Duft, wo ich kein Glas von bräuchte. Das wäre mir dann too much. Aber ab und an mal in der Duftlampe. Finde ich den sehr angenehm. Shea Butter riecht für mich wirklich sehr authentisch nach Shea Butter, als hättet ihr eine Bodylotion mit Shea Butter. Man muss aber halt den Duft von Shea Butter mögen, weil er ist sehr intensiv. Ja. So, jetzt kommen hier so ein paar selbstgegossene Sachen. Ich schnapp mir einfach mal ein paar Tütchen. Patchouli von Yankee Candle. Das sind dann hier so kleine Herzchen. Ja, das ist wirklich ein ganz klassischer Patchouli-Duft. Sehr tief und mystisch und erdig süß und gleichzeitig wieder herb. Und das ist ein Duft, der geht bei mir eigentlich nur in der Halloween-Zeit oder ich muss ihn mischen. Mal schauen, ob ich ihn mir aufhebe oder ob ich ihn mische. Ich werde ihn aber warm testen.
Den hatte ich nämlich noch nie warm. Dann habe ich Tobacco Flower von Yankee. Ich finde übrigens die Sticker schön, dass die in Herzform sind. Und Tobacco Flower sind jetzt auch einmal die großen Herzen. Das sind aber auch, und die finde ich ja total süß irgendwie. Na? Diese kleinen Mini-Herzen. Sind die nicht niedlich? Ja, der riecht wirklich nach Tabak. Als würdet ihr eure Nase in eine Tüte mit Tabak stecken. Er ist mir nicht unangenehm. Aber ich weiß nicht, ob er mir warm gefallen wird. Werde ich aber definitiv testen. Das war der Tobacco Flower. Hier ist was, über das ich mich ganz, ganz doll freue und mein Freund wird sich darüber freuen. Mein geliebter Fireside von Yankee. Und der ist übrigens alles in diesen süßen kleinen Mini-Herzchen, die ich so niedlich finde. Das, was ich euch gerade schon gezeigt habe. Oh ja, das ist er. Der ist so schön. Also wenn ihr auf rauchige Düfte steht. Ne? Der ist total rauchig und für mich riecht der, als hätte man ein paar Nadelbäume zusammengetragen und angezündet. Einfach nur toll. Das ist so eine richtige Lagerfeueratmosphäre. Ich stehe da drauf. Dann habe ich noch einmal Yankee Blue Twilight Storm. Ich überlege gerade, ob ich das Label davon kenne. Du hast den bestimmt auch mal in die Kamera gehalten, Jenny, oder? War das der, der auch Kürbisse vorne drauf hatte? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wie süß, ein kleines Schweinchen mit Glitzer. Oh Gott, ist das süß. Den hätte ich mir jetzt ganz anders vorgestellt. Der ist gut. Der ist frisch und herb und sehr holzig. Der gefällt mir. Oh, da bin ich sehr gespannt, wie der warm ist. Hätte ich nicht gedacht. Also kalt sagt er mir sehr zu. Blue Twilight Storm. Und ich gehe ja meistens, wenn ich im Laden bin, an Labeln vorbei, wo ein Kürbis drauf ist. Ich sollte öfter mal dran schnuppern. Manchmal ist er ja auch so dezent im Hintergrund. Ja. Jetzt kommt ein Duft, den hatte ich schon ein paar Mal auf meiner Liste, weil er von der Duftbeschreibung her klang wie für mich Goose Creek Wildest Dreams. Und ich weiß nicht, warum, es ist nie zum Kauf gekommen. Auch hier wieder Herzchen. Oh ja, der ist mir. Das ist genau meins. Oh, der ist schön. Der hat so was Waldwiesenmäßiges. Ich glaube, da ist aber noch eine Spur Frucht drinnen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es ist ganz schwer, immer das so zu definieren, genau, was da alles drinnen ist. Ich versuche mal, was Größeres zu nehmen. Auf jeden Fall ist der schön, das ist genau mein Beuteschema. Ich mag ja so alle Waldwiesen-Grün-Düfte. Oh, der ist toll. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, warum hattest du den eingeschmolzen? War der als Hauswarmer nicht intensiv? Weil rein geruchstechnisch wäre das ja schon ein Hauswarmer-Kandidat für mich. Allerdings, wenn du sagst, dass der nicht intensiv ist, dann sollte man es vielleicht bei Melz belassen. Ja. So, jetzt greife ich mit dem nächsten Tütchen. Autumn Night von Yankee Candle, den kenne ich, den hatte ich auch schon ein paar Mal und der gefällt mir. Und wieder das süße Schweinchen mit Glitzer. Ja, das ist ein wunderschöner, frischer, maskuliner Duft. Schön holzig und ja, sowas mag ich einfach. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber ich mag's. Kringle von Kringle.
sagt mir gar nichts. Ich wusste gar nicht, dass Kringle einen Duft hat, der Kringle heißt. Und ich habe jetzt auch kein Label vor Augen. Keine Ahnung, wonach der riechen könnte. Wieder Herzchen. Das ist auch wieder was maskulin-holziges. Sehr holzig. Er ist noch herber als der Autumn Night und Autumn Night ist eigentlich schon recht herb. Aber das ist nicht schlecht. Ja. Da freue ich mich drauf, wenn ich die alle warm brutzeln kann. Ja, Kringle von Kringle, also auch was sehr holzig Maskulines. Genau mein Beuteschema. Velvet Woods von Yankee. Ich weiß es nicht, ob ich das Label kenne. Ich kenne einen, da sind diese bunten Blätter drauf, aber ich weiß nicht, ob er das ist. Velvet Woods, wieder Herzchen. Der ist auch holzig, aber nicht so herb wie jetzt eben Kringle. Der hat auch irgendeine leicht lieblich-süßliche Unternote. Moment, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Melz so riecht, wie ich denke, oder ob meine Finger so riechen. Ich bin mir nicht sicher, ob der nicht auch wieder eine ganz, ganz leichte, fruchtige Unternote ist. Auf jeden Fall riecht der schön holzig, aber auch gleichzeitig so ein bisschen lieblich, nicht so herb. Der ist schön. Dann so ähnlich Autumn Woods. Vielleicht ist er das ja auch mit den bunten Blättern. Ach, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich muss nachher mal die Label googeln. Auch das sind wieder die Herzchen. Der ist auch schön. Der ist auch holzig. Ich fand den Velvet Woods aber ein bisschen besser, weil der noch so ein, wie so eine leicht cremige Unternote hatte und ein bisschen ins Süßliche ging. Holzlich, holz-süßlich, also ganz interessant. Und er ist wieder so ein klassischer Duft. Mag ich. Ist kalt geschnuppert, aber nicht unbedingt was Besonderes. Aber ich mag ihn. Vielleicht ist er warm ja auch noch großartiger. Moonlight von Yankee kenne ich, mag ich, verlässt jetzt leider das Sortiment oder hat es bereits verlassen. Ich weiß es nicht, das ist auch wieder ein schöner maskuliner Duft. Ein ganz frischer, mag ich sehr gerne, hatte ich einmal einen Housewarmer von und habe auch schon diverse Tarts davon verbrutzelt. Dann haben wir, Moment, Village Candle Honey Cream, oh, den liebe ich. Der schönste Foodie-Duft von Village in meiner Nase. Der riecht so nach ein bisschen Vanille, ein bisschen Zimt. Ich finde ihn schwer zu beschreiben. Manche sagen, er riecht wie ein Milchreis, der frisch gekocht wurde. Und da denke ich mir immer, direkt am Melt oder direkt über der Kerze gerochen, finde ich das nicht. Wenn er warm ist und man fächelt sich aber die Luft so zu, dann kommt er dem dann doch wieder sehr nah, als wenn das so ein frisch gekochter Milchreis mit ein bisschen Zimtzucker wäre. Schwer zu beschreiben, ich finde den grandios toll. Und der hat leider das Sortiment schon verlassen. Allerdings gibt es von, ne, hier glitzert was, von Cheerful Candle den Pick and Belgian Waffles, der sehr, sehr ähnlich ist. Und daher ein guter Ersatz. Der ist schön. Danke, Jenny. Village Candle Honey Cream, noch einmal. Ach, das ist ja lustig. Hier dann als kleine Herzchen. Immer noch schön, hat sich nichts dran verändert. Oh, die finde ich so toll. So, was haben wir denn dann noch? Yankee Candle Sand and Surf. Sagt mir jetzt gerade nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den kenne. Nee, ich glaube nicht. Der ist neu für mich. Moment, jetzt muss ich aufpassen. Hier riecht alles nach den Wachsen von eben.
Und der ist anders als der Sun and Sand. Der riecht komplett anders. Ich kann ihn nicht beschreiben, Leute. Ich kann ihn nicht beschreiben. Er riecht angenehm. Vielleicht kann ich mehr sagen, nachdem ich ihn warm hatte. Es ist mir gerade unmöglich, hier zu sagen, wonach Sand and Surf von Yankee riecht. Key Lime Pie von Wohlfühlmomente Doris. Ja, so kennt man Key Lime Pie. Pie. Sehr, sehr angenehm. Ich muss mir nur immer noch ein bisschen irgendwas Vanilliges drunter mischen, einen vanilligen Kuchen oder Keksteig, weil leider alle Zitronen- und Limettendüfte bei mir die Angewohnheit haben, es in sowas von ins Künstliche abzudriften, wenn ich die warm habe. Und wenn ich da so ein Plätzchen oder Vanillekuchen Duft drunter mische, dann passiert es nicht. Und eigentlich mag ich Zitrusdüfte und mich ärgert das immer, dass die, wenn die warm sind, für mich so künstlich riechen, so extrem künstlich, als hätte man, ich weiß nicht, Gummi oder Plastik an, keine Ahnung. Ich kann das total schwer beschreiben. Doris, noch einmal Irish Cream und Coconut Butter. Die Irish Cream rieche ich jetzt gerade nicht, also das muss ja im Grunde was Baileys-artiges sein. Ne? Den Kokosnuss rieche ich aber, Coconut Butter. Riecht so sehr angenehm. Ich hoffe aber, dass warm vielleicht wirklich so eine kleine Baileys-Note mitkommt. Das fände ich ja mal toll. Dann habe ich noch einmal Doris, Bedtime Bath und Pink Chiffon, also ein kleines Herz. Der riecht ja interessant. Der ist eine ganz süße, parfümige Note, von der ich vermute, dass es Pink Chiffon ist. Von einem Badeschaum rieche ich jetzt erstmal nichts. Aber der riecht sehr interessant kalt. Da bin ich sehr gespannt, wie er dann warm sein wird. Nochmal Doris, eine Custom Order. Litchi und Marvelous Vanilla. Das ist so ein richtig großes Herz. Ich rieche jetzt nur die Vanille und nicht Litchi. Ich mag den Duft von Litchi nämlich. Ist für mich jetzt hier aber nicht wahrnehmbar, nur eine sehr reichhaltige Vanillecreme. Ich hoffe, dass die Litchi warm mehr rauskommt, denn wie gesagt, ich mag Litchi-Duft. Ich mag übrigens den Duft lieber, als ich Litchis esse. Auch so ein Faszinovum bei mir. Noch einmal Doris. Cabernet Sauvignon und Vanilla Bean. Das Melt ist so ein süßer kleiner Winterpinguin. Okay. Ja, da ist eine leichte Traubennote. Es riecht aber nicht alkoholisch. Es geht schon wieder in diese Richtung, amerikanische Grape. Also sehr künstliche Traube. Durch Vanilla Bean, wird dieser künstliche Duft aber ein bisschen abgeschwächt, sodass ich den Kalt jetzt gar nicht unübel finde. Aber es ist ganz klar diese Traubennote da, diese typisch amerikanische Grape. Cabernet Sauvignon und Vanilla Bean von Doris. Dann habe ich jetzt hier noch zwei kleine Sachen. Yankee Candle Creme Brûlée
So süßen kleinen Mini-Tafeln. Kottchen. Das sieht ja süß aus. Moment. Guckt mal. Wie so kleine Mini-Täfelchen. Ist das nicht niedlich? Ja, man riecht den Karamell. Also diese beziehungsweise kein Karamell, dieser braune Zucker, der obendrauf flambiert wird. Für die Kruste. Und das ist, was ich jetzt erstmal hauptsächlich rieche. Muss ich schauen, wie der warm ist. Karamelldüfte ist bei mir auch immer so eine Sache. Ich rieche zum Glück kein Maggi. Aber sie werden auch sehr schnell unangenehm. Ich weiß gar nicht, warum. Aber das hier sind auch nur so ganz kleine 3 Täfelchen zum Probieren. Demnach müsste es gut gehen. Das ist ja jetzt nicht viel. Von Sensi Schimmer. Das ist ein Mini-Meld. Guck mal. Der mir gefällt. Der erinnert mich schon wieder an irgendeinen anderen Duft. Ich weiß jetzt nicht, ob Schimmer ein Dupe zu irgendwas sein soll. Aber der gefällt mir. Kalt geschnüffelt könnte das ein Kaufkandidat sein als Sensi Bar. Schimmer von Sensi. So, jetzt habe ich nur noch 4 Teile und dann haben wir es geschafft. Da habe ich noch einen Yankee Candle Tart Cappuccino Truffle. In dem habe ich zwar schon mal gerochen, ich hatte ihn aber nie warm. Weil ich kalt nie wusste, was ich davon halten soll. Und es geht mir auch jetzt noch so, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Er riecht auf der einen Seite interessant wie eine Mischung aus einem Kaffee und einem Schokoladenduft. Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Da ich ihn jetzt aber hier habe, werde ich minimum ein halbes Tart dann endlich auch mal warm testen. Vielleicht bin ich ja ganz überrascht. Und wenn nicht, darf die andere Hälfte weitergehen. Und dann habe ich noch einmal Doris Bad Hair Day. Den hatte ich schon einmal und den mag ich. Der riecht nämlich irgendwie nach Friseurprodukten. Keine Ahnung. So, wenn man in ein Friseurstudio kommt und man riecht so die Mischung aus Shampoo, Spülungen, Haarsprays, Gelen. So diese ganze Mischung aus diesen Haarpflegeprodukten. So riecht das. Sehr frisch, sehr zitrisch und ja, wie so eine Mischung aus Haarspray, Haarschaum, Haargel, Shampoo, Spüler, Conditioner. Wie so ein Friseursalon. Den hatte ich schon mal und ich habe mir damals Sorgen gemacht wegen der zitrischen Note. Ich fand ihn aber auch warm schön. Also das war auch mit der zitrischen Note in Ordnung. Bad Hair Day, auf den freue ich mich. Weil ich ihn ja auch, wie gesagt, schon kenne. Dann haben wir Traumdüfte Pumpkin Apple. Das ist wieder diese Sache mit dem Pumpkin. Der Apfel kommt sehr schön raus. Und im Hintergrund ist dieser Pumpkin-Duft. Und der riecht leider in meiner Nase wieder muffig. Ich werde trotzdem ein Stück mal warm probieren. Vielleicht verliert sich das ja warm und der Apfel nimmt Überhand. Weil dann ertrage ich Kürbisdüfte richtig gut. Ich habe hier einige Düfte, wo Kürbis drinnen ist. Aber er darf halt für mich nie in den Vordergrund treten. Er muss immer so ja, unterschwellig hinten bleiben. Deswegen werde ich ein Stück testen und gegebenenfalls die anderen 2 weitergeben. Vielleicht überrascht mich der Duft ja auch. Ich finde, man muss ja auch jedem Duft die Chance geben, einen zu überraschen warm. Und jetzt habe ich hier ein Clamshell. Komplett voll. Und es steht nichts drauf. Keine Firma, kein Name, gar nichts. Und ich sehe schon, es ist mehrfarbig gehalten. Dreifarbig. Seht ihr das? Könnt ihr das erkennen durch die Kamera? Ja, wonach riecht er?
Also von unten habe ich das Gefühl, es kommt was Fruchtiges und was Süßes. Ich kann nicht sagen, welche Frucht. Das Grüne, ja, das ist so wenig in diese grüne Schicht, dass die gar nicht zu erschnuppern ist. Und dieses Jahr rosane hier oben. Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch. Jenny, was ist das? Also es riecht nicht unangenehm, aber ich kann es nicht definieren. Ich muss das in die Lampe schmeißen. Vielleicht weiß ich dann mehr. Ich kann es nicht definieren. Ich werde es aber definitiv testen. Und das macht mich so neugierig, dass ich es noch heute testen werde, auf jeden Fall. Ja, und dann ist das Paketchen leer. Seht ihr? Einmal nichts mehr drinnen. So schöne Sachen. Und ich freue mich jetzt schon wieder, weil jetzt beginnt das Schöne. Ich mag das so, wenn man solche Pakete bekommen hat, wenn man die Sachen dann in die verschiedenen Schubladen und Schachteln verstaut. Und ja, bis auf zwei Sachen. Einmal den Blueberry Cobbler, von dem ich eigentlich mir ziemlich sicher bin, dass er mir nicht gefällt, weil Blaubeer ist einfach nicht meins. Und dem Cappuccino Truffle, von dem ich halt nicht weiß, was ich halten soll, aber ihn Minimum halb testen werde. Gefällt mir das andere so weit eigentlich. Ja, ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei dir. Und es war auch wirklich toll, dass wir mal getauscht haben. Und an alle anderen, wirklich schaut bei Jenny mal vorbei. Ihr Kanal ist wirklich, wirklich schön. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, mit mir gemeinsam auszupacken und all das hier zu entdecken. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.